man auch noch so Fundamente für eine Schranke oder für einen Wachturm. Weiß ich nicht. Für eine Schranke ein bisschen massiv. Na gut, wenn du einen Panzer aufhalten willst. Ja. So, HGP. Ne? So, und hinten dieses weiße Gebäude, wo wir letztes Mal nicht drin waren angesichts der Witterung. Das ist die Ausgabestelle des ehemaligen Brückenzuges. Was auch immer die gemacht haben, wahrscheinlich Brücken gebaut oder so. Wahrscheinlich zu den Pionieren. Und irgendwie soll da auch ein Geocache drinne versteckt sein. Habe ich im Internet gelesen. Aber wir gucken uns das jetzt auch einfach nur mal so an. So, mal gucken. Das ist Haus 85. Da sieht man Haus 85. Also die sind nicht irgendwie hier der Reihe nach durchnummeriert. Genau. Da ist noch ein Schalter und eine Verteilerdose. Und hier ist so ein Eingang. Ist da Licht an? Ne, das scheint nur so durch. Das ist ein Schadenschlag. So, und man sieht zum Beispiel hier an dieser wundervollen Mahagoni-Tür, oder Mahagoni-Imitat vielmehr, zweite Ausgabestelle, erster und zweiter Brückenzug. Darum nenne ich das jetzt einfach mal Brückenausgabestelle. Hm. So, hier, Tanzfläche. Ja, das ist ja... So sieht es von innen aus. Das ist nicht zweite, sondern das ist Tür Nummer 2, weil da hinten nämlich die Tür Nummer 3 ist. Des Brückenergänzungszuges. Aha. Und das war also hier der Notausgang. Das ist natürlich auch alles verwüstet hier. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Güterschuppen in Kirchseelte. Ja, da war das der, auch so. Der ist auch so ein bisschen zerfallen. Aber der war nicht so in Holzbauweise. Da tropft es durchs Dach. Wir sollten aufpassen, wo wir hintreten. Wo? Feuerlöscher? Löscher, genau. So, Ausgabestelle, KP-Trupp. KPFW-Trupp. Ja, genau. Das ist hier wieder. Was steht da? Nordmende drauf? Ne. Auch noch ein paar Kreditverteiler. Ich soll ich mal öffnen? Naja, lass mal. Muss noch ein paar Schraubklemmen, wird da nichts drin sein. Ah, hier wieder feinstes Asbest. Ja. Kriechboden. Oh, Jan Hab steht, ey. Fresse. So, ne? Schön knuspriges Asbest verbaut. Knuspriges Quecksilber. Ja, doch ganz schön viel Platz hier drin. Ne? Könnte man fast eine Go-Kart-Bahn eröffnen. So ein Fußboden mal in Stand setzen. Ja. Ach, machst einen Burnout und dann ist er wieder griffig. Hier steht nichts drauf auf der Tür. Schalter. Ja. Hier haben die alle Lampen kaputt gehauen. Ja, ne? Brückenausgabestelle halt. Ne? Brückenergänzungsstelle, was auch immer. Und das ist zum Beispiel auch so eins der wenigen Gebäude hier auf der Muna, wo der Fußboden mit dem Dach um die Wette verrottet. Kennt man sonst nur aus deutschen Schulen, aber auf der Muna gibt es offensichtlich auch diese Situation. Oder haben die Termiten? Ich würde mal sagen, sowohl als auch. Ja, ne? Was übrig bleibt, ist dann wirklich nur noch der Asbest. Ja, so kann man es auch sagen. Von daher gehen wir mal wieder raus. So, das war also die Brückenausgabestelle hier. Nicht sehr spannend, aber einfach mal der Vollständigkeit halber ergänzt. Ja. So. Und jetzt gehen wir mal wieder Richtung Sonderwaffenlager und schauen uns da mal gleich das Sozialgebäude an, die Öltanks und natürlich die Munitionslagerhäuser. Also.